Schönen guten Abend und herzlich willkommen heute zu unserem CapTrader-Webinar mit David Pieper, Cash Secured Puts, die Profi-Strategien für Privatanleger. Mein Name ist Mauro Heller. Ja, wunderbar. Cash Secured Puts, die Profi-Strategie für Privatanleger. Wunderbar. Gut. Ja, dann bin ich ready. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und dir auch, David. Ja, bis später. Alles klar, Dankeschön. So, dann auch von meiner Seite nochmal einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich habe hier auf meinem anderen Monitor auf jeden Fall jederzeit Ihre Fragen hier vor meinen Augen. Das heißt, ich werde versuchen, natürlich die Fragen direkt zu beantworten. Ansonsten auf jeden Fall am Ende meiner Folien. Ja, herzlich willkommen und mein heutiges Thema, Cash Secured Puts. Bevor wir loslegen, müsste ich allerdings nur ganz kurz den obligatorischen Risikohinweis hier nochmal aufzeigen. Das kennen Sie sicherlich. Das alles, was ich heute hier erzähle, ist natürlich keine Anlageberatung oder Finanzberatung, sondern dient einfach Informationszwecken. Aber das kennen Sie sicherlich von allen anderen Webinaren. Alright. Zum Inhalt. Ich würde gerne erstmal aufzeigen, wie ich das Ganze heute strukturiert habe. Zum einen soll es erstmal darum gehen, Grundlagen zu Optionen ein bisschen zu erklären, dass jeder auch auf dem gleichen Stand ist. Was sind Optionen? Wie funktionieren sie denn? Dann möchte ich etwas eingehen auf das Thema Wahrscheinlichkeiten, also ein bisschen zur Statistik. Warum Optionen? Und dann geht es auch schon ans Eingemachte und dann geht es um den Cash Secured Put. Warum ist die Wahrscheinlichkeit und auch die Zeit hier unser Freund und unser Verbündeter? Und dann als nächstes dann, wie wählt man die richtigen Aktien aus für diese Optionsstrategie? Und im letzteren Teil geht es dann darum, den Renditebrief, einfach die Performance darzustellen, ein paar Trading-Beispiele, was getan wird, wenn der gesamte Markt in einen Crash übergeht. Davor haben ja aktuell auch wieder recht viele Marktteilnehmer eine große Angst, was passiert rund um die US-Wahl. Gibt es bis zum Jahresende dann nochmal ziemlich volatilen Abwärtstrend, ja oder nein? Dafür muss man natürlich einige Indikatoren haben, um das rechtzeitig zu erkennen. Und ganz zum Schluss geht es dann in die Praxis wirklich, wie setzt man so ein Optionstrade tatsächlich in der Trader Workstation um in der TWS? Ja, dazu habe ich ein paar Screenshots mitgebracht, sodass jeder dann auch sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Alright. Ja, Grundlagen zur Option. Bevor wir starten, würde es mich gerne mal interessieren, wer von Ihnen denn schon mit Optionen Erfahrung gesammelt hat. So, schauen wir mal. Okay, also ich würde sagen, es sind schon einige dabei, die mit Optionen handeln. Einige noch nicht. Okay, also bunt gemischt würde ich sagen, so jetzt roundabout. Einige sind schon aktiv, andere noch nicht. Ja, kann ja sicherlich nicht schaden, auch nochmal hier die Grundlagen sich anzuschauen. Ja, was sind Optionen? Optionen sind natürlich Termingeschäfte, die über standardisierte Kontrakte gehandelt werden. Das heißt, jedes Termingeschäft, ähnlich wie bei den Futures auch, hat eine standardisierte Form und ganz wichtig ein Verfallsdatum. Das ist eben der große Unterschied zu Kassainstrumenten wie zum Beispiel Aktien. Wir haben hier jeweils einen Kontrakt, der hat eine bestimmte Laufzeit, ein Verfallsdatum und das ist so der große Unterschied. Was gibt es für Optionsarten? Jeder kennt sicherlich den Begriff Call und Put. Ich würde gerne trotzdem nochmal drauf eingehen. Was ist denn genau ein Call? Welche Rechte verbrieft denn ein Call? Wenn ich einen Call kaufe, habe ich das Recht, aber nicht die Pflicht, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, eben dem Verfallsdatum, zu kaufen. Das heißt, ich habe die Option, wie der Name schon sagt, aber nicht die Verpflichtung als Käufer eines Calls, Aktien zu kaufen. Wenn ich einen Put kaufe, habe ich das Recht, aber nicht die Pflicht, eben diese Aktien zu verkaufen. Das heißt, ich bin als Käufer niemals in der Pflichtsituation drin.
Jetzt ist es natürlich wichtig, ob ich ein Call oder ein Put eben long gehe oder short gehe. Ja? Das heißt, wenn ich einen Long Call, also wenn ich einen Call kaufe oder einen Put kaufe, dann bin ich eben Long Call oder Long Put, dann kaufe ich die Option. Was wir heute besprechen wollen, sind ja Cash Secured Puts, die wir verkaufen, das heißt Leerverkauf. Der Begriff Short steht also für einen Verkauf, also einen Leerverkauf. Das heißt, ich verkaufe eine Option, einen Call oder einen Put, den ich gar nicht besitze. Ich gehe Short. Und zwar unabhängig davon, ob ich die Aktie jetzt im Depot habe oder nicht. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen spricht man auch davon, dass man sagt, wenn ich Short gehe, wenn ich Leerverkaufe, bin ich der Stillhalter. Das heißt, ich habe einen negativen Bestand an Optionen. Ich halte still, ja, ich möchte, dass die Zeit, da kommen wir später drauf, dass die Zeit natürlich zu meinen Gunsten abläuft und setze darauf, dass diese Option dann verfällt. Dazu später mehr. Also das ist ganz wichtig, Calls und Puts. Und dann wichtig zu verstehen, kaufe ich, wenn ich auf der Kauf- oder auf der Verkaufsseite des Calls oder Puts. Wenn wir uns das beim Aktienmarkt mal anschauen, also wenn ich Aktien leer verkaufe, was mache ich dann? Klar, dann setze ich darauf, dass diese Aktien fallen werden. Also wir erinnern uns alle an das extreme Beispiel dieses Jahr mit Wirecard. Da gab es schon vor vielen Monaten und Jahren auch große Hedgefonds und andere Spekulanten, die eben short gegangen sind in der Aktie, weil sie darauf gesetzt haben, dass Wirecard irgendwann mal sehr stark fallen wird oder komplett zusammenbrechen wird. Bei Optionen ist es nicht unbedingt so. Das heißt, wenn wir hier einen Leerverkauf haben, ist es nicht einfach so, dass wir sagen, die Aktie muss jetzt fallen, dann mache ich einen Gewinn. Nein, wir sind in einer etwas anderen Situation und das ist das super Spannende daran. Wenn ich eben einen Short Put habe, das heißt, wenn ich Puts geschortet habe, dann kann ich gewinnen und zwar auch wenn die Aktie steigt, wenn sie sich seitwärts bewegt oder sogar wenn sie ein bisschen fällt. Also ich habe viel mehr Variation und Möglichkeit, tatsächlich noch mit einem Profit rauszukommen, als jemand, der jetzt nur eine Aktie zum Beispiel leer verkauft. Ja. Das heißt, während der Käufer von den Optionen das Recht hat, die Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, bin ich als Stillhalter jetzt wiederum in der Pflicht, diese Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Ja. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich bin sozusagen die Versicherungsanstalt. Ich verkaufe die Versicherung an jemand. Ich bin jetzt in der Verkaufssituation. Und bin dann eben in der Pflicht drin. Und diese Pflicht klingt jetzt erstmal negativ, kann aber natürlich auch viele Vorteile mit sich bringen. Und die wollen wir natürlich nutzen, um regelmäßig Einnahmen eben zu bekommen. Also das, was wir uns heute anschauen, ist eine ganz klassische, einfache Einnahmestrategie. Short Puts oder Short Calls. Das sind so die klassischen Einnahmestrategien. Das heißt, wir verkaufen Optionen, kassieren dafür die Prämie, ne, ähnlich wie es eine Versicherung macht. Wenn sie mir eine Versicherung anbietet für mein Haus, dass, falls es abbrennt, ich sozusagen einen bestimmten Betrag dann bekomme, eine Versicherung eben dann, und dafür muss ich eine Prämie bezahlen. Ne? Das heißt, wir sind jetzt als Optionsverkäufer wie eine Art Versicherungsgesellschaft. Ne? Das heißt, wir bekommen Prämien direkt aufs Konto gezahlt, sofort, wenn wir die Option veräußert haben. Während, wenn ich Long Puts oder Long Calls mache, das heißt, wenn ich wenn ich Puts oder Calls kaufe, dass ich dann erstmal bezahlen muss. Ne? Das soll uns heute nicht interessieren. Wir wollen Optionen verkaufen, also Puts verkaufen. Der folgende Chart zeigt, und das finde ich ganz interessant, auch wirklich zu sehen, die Unterschiede. Das sind jetzt alle vier Möglichkeiten, die es gibt für den Long Put, den Short Put, den Long Call und den Short Call. Und die gehen wir jetzt einzeln mal durch. Fangen wir mit der ersten Option an, ne? Also, wir kaufen einen Put. Was passiert, wenn die Aktie steigt? Ja, wir setzen auf fallende Kurse. Und wenn die Aktie steigt, dann ist es natürlich negativ für uns, ne? Das heißt, wir haben einen Put gekauft. Aber die Performance wird negativ sein, weil wir komplett falsch unterwegs sind. Wir setzen auf fallende Kurse und die Aktie steigt. Wenn sich die Aktie, ja, seitwärts bewegt, dann ist das auch negativ für uns. Warum? Weil wir haben ja eine Prämie für den Put gezahlt und die Aktie will einfach nicht fallen. Dann ist das ebenfalls negativ für uns. Ne? Das heißt, der einzige Case, der einzige Fall, in dem wir eine positive Performance erwarten können, ist es, wenn die Aktie fällt. Ne? Dann sind wir im positiven Bereich. Das heißt, das ist hier definitiv keine Einnahmenstrategie.
So, wie sieht es jetzt aus, wenn wir jetzt diesen Put verkaufen? Das ist ja genau das, was wir vorhaben. Jetzt wird es interessant. Wenn die Aktie steigt, ist das positiv für uns. Ja? Und wenn sie sich seitwärts bewegt, ist es auch positiv für uns. Warum? Weil wir vereinnahmen eine Prämie und wenn die Aktie eben seitwärts läuft und nicht massiv nach unten rät, dann können wir die Prämie behalten und der Put läuft eben einfach aus und verfällt einfach und der Käufer des Puts hat dann eben die Prämie verloren. Wir haben die Prämie gewonnen. Das heißt, erst wenn die Aktie fällt, wir sehen uns nachher ein paar Beispiele an, wie weit sie fallen muss, erst dann wird das Ganze negativ für uns. Genau, jetzt kommen wir in den Call-Bereich. Wenn ich einen Call kaufe, klar, dann bin ich bullish für den Markt, dann habe ich natürlich Glück, wenn der Markt auch steigt, das ist positiv für mich, aber wenn der Markt oder die Aktie sich seitwärts bewegt oder natürlich auch noch fällt, ja, dann habe ich mit einem Call eben Geld verloren. Ne? Dann ist das negativ für meine Performance und dementsprechend ist das auch jetzt nicht für eine Einnahmestrategie geeignet. Wenn ich wiederum einen Call verkaufe, also Short Call wähle, dann habe ich wiederum hier den Vorteil, dass ich auch in einer Seitwärtsbewegung und dann in einer Abwärtsbewegung eine positive Rendite erzielen kann. Und deswegen ist das hier auch eine Einnahmestrategie. Das Einzige, was ich dann natürlich nicht will, ist, dass die Aktie steigt. Das wäre dann negativ für mich. Ne? Also diese Möglichkeiten gibt es sozusagen und wir wollen uns heute auf die Secured Puts konzentrieren, also auf den zweiten Fall. Wir verkaufen Puts. Ja. Alright, wie sieht das Ganze aus, wenn man das grafisch darstellt? Sie sehen in Rot dargestellt, das ist jetzt der Short Put. Das heißt, der hat natürlich eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich bin nach oben, was meine Rendite angeht, was meine Performance angeht. Natürlich bin ich gedeckelt. Ne? Egal wie weit die Aktie nach oben steigt, ich profitiere eben nur von meiner Prämie. Und wenn sie nach unten fällt, habe ich einen gewissen Puffer. Und erst wenn dieser Puffer, wenn meine Prämie sozusagen aufgebraucht ist, erst dann würde ich einen Verlust sozusagen erleiden. Jemand, der einen Put gekauft hat, das ist die gestrichelte Linie, da ist es natürlich genau umgekehrt, kann ja nicht anders sein. Er hat erstmal die Prämie bezahlt. Das heißt, die Aktie muss erstmal so viel fallen, wie ich eben an Prämie bezahlt habe, damit ich dann ins Plus komme. Und ja, das ist eigentlich hier die einfache Gegenüberstellung. Das heißt, je weiter die Aktie fallen würde, ist jemand mit einem Long Put eben dann auch umso mehr im Gewinn. Alright, schauen wir uns ein bisschen an jetzt, warum die Karten für Optionskäufer eigentlich schlechter stehen als die für Optionsverkäufer, also Stillhalter. Wir wollen ja eben genau hier Stillhalter sein. Warum ist das so und was steckt da dahinter? Wenn ich eine Option kaufe, ist ja erstmal die Gewinnwahrscheinlichkeit unter 50%. Warum ist das so? Schauen wir uns ein Beispiel mit einer Put-Option an. Also, wenn ich eine Put-Option kaufe und darauf setze, dass die Aktie oder der Index, was auch immer, fallen wird, dann muss das natürlich auch geschehen. Ne? Das heißt, die Aktie muss fallen. Was passiert aber, wenn sie steigt oder sich seitwärts bewegt? Ja, eine Seitwärtskorrektur. Ja, dann habe ich ein Problem, weil ich mit dem Kauf des Puts dann eben Geld verliere. Das heißt, meine Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen, ist schon mal von vornherein unter 50%. Die Aktie oder der Index muss dann natürlich auch noch mal genügend stark fallen, damit ich die Kosten überhaupt wettmachen kann. Ja, das heißt, die Prämie, die ich bezahlt habe, wenn ich einen Long Put eben mache, ist es so, die ist ja erstmal weg und die Aktie muss diese Prämie erstmal sozusagen verdienen, indem sie genug fällt. Ne? Auch das verringert natürlich nochmal meine Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist ein großes Thema bei vielen, die gerade mit Optionen anfangen, dass die sich dann eben wundern und sagen, Mensch, irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ja? Da spielt natürlich auch die Volatilität eine große Rolle. Das ist jetzt hier nur so am Rande erwähnt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand mitten im Crash einen Put kauft, und der Volatilitätsindex ist sehr hoch, dann hat er natürlich noch mal schlechtere Karten, weil dann natürlich die Vola ausgepreist wird. Das heißt, ich kaufe den Put allgemein schon zu teuer. Es wird sehr, sehr schwer werden, Geld zu verdienen, mitten im Crash sich noch mit Puts abzusichern. Ja.
So, und jetzt kommt aber noch die dritte Dimension sozusagen dazu. Ich muss das Ganze auch noch in einem festgelegten Zeitraum richtig erwischen, ne? Also wir haben ja am Anfang gesagt, die Option hat eine bestimmte Laufzeit, ne? Ein Verfallsdatum. Das heißt, das Ganze muss auch noch in diesem Zeitfenster passieren, damit ich Geld verdiene. Ne? Das heißt, ich muss die Kursrichtung richtig einschätzen und das Timing zum Einstieg muss stimmen. Und die Zeit ist jetzt hier im Endeffekt mein Feind, weil die Zeit verringert meine Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn ich Optionen kaufe. Ne? Hier das Ganze nochmal grafisch dargestellt, eines Long Puts. Das heißt, wir kaufen einen Put auf eine Aktie, die jetzt zum Beispiel bei 45 US-Dollar notiert. So. Wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, okay, wir wählen einen Basispreis von 40 Dollar und 45 Tage Laufzeit. In der Regel sind bei US-Aktien ein Kontrakt entspricht eben 100 Aktien. Das heißt, hier haben wir einen Put, der 100 US-Dollar wert ist. Ne? So, die Gewinnwahrscheinlichkeit ist relativ gering hier. Warum? Wenn wir uns mal hier die Szenarien anschauen auf der linken Seite, wenn die Aktie von 45 Dollar aus bis zum Ende der Laufzeit auf zum Beispiel 55 steigt oder auf 50, dann bin ich in der Verlustzone. So, wenn sie seitwärts läuft und bei 45 bleibt, bin ich ebenfalls in der Verlustzone. Ja. Wir haben den Basispreis bei 40 Dollar. Das heißt, meine Gewinnschwelle, dadurch, dass ich natürlich 1 Dollar für die Option bezahle, ist bei 39 Dollar. Das heißt, selbst wenn die Aktie bei 39,50 steht, verliere ich immer noch Geld. Ich verdiene erst dann Geld mit einem Long Put, wenn ich eben die Aktie habe, die unter 39 Dollar dann fällt. Und das ist eben von der Wahrscheinlichkeitsgeschichte her natürlich ja nicht ganz so interessant, wenn wir das Ganze umdrehen und das Ganze auch von der Verkäuferseite machen. Ne? Das heißt, wir versuchen jetzt eben genau diesen Nachteil, den Käufer haben, eben zu verwenden für uns als Verkäufer. Ne? Und da sind wir eben beim Short Put angekommen. Cash secured bedeutet dann eben, dass wir das Kapital für diese Aktienposition, für diesen Put, den wir leer verkaufen, dass wir das eben auf dem Konto haben. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Daher der Begriff Cash secured. Am besten schauen wir uns auch hier wieder das Beispiel an. Ne? Also wir drehen hier den Spieß um und schauen uns eine Aktie an, die bei 45 Dollar notiert. Und sagen uns, okay, das ist eine Aktie, die finden wir interessant, aber wir möchten nicht mehr als 40 US-Dollar für die Aktie ausgeben. Wenn die Aktie nicht auf 40 Dollar fällt oder sich stattdessen einfach nur seitwärts bewegt oder sogar steigt, wollen wir trotzdem Geld verdienen. Ja, das wollen wir ja natürlich alle. Das heißt, wir wählen einen Put mit einem Basispreis von 40 US-Dollar mit einer Laufzeit von zum Beispiel 45 Tagen. Und die 100 US-Dollar für den Kontrakt, die vereinnahmen wir als Verkaufsprämie. Das heißt, dieses Geld fließt direkt auf unser Konto. Und ich habe auch gesehen, hier kam auch schon die Frage. Das heißt, wenn ich das Ganze verkaufe, bekomme ich zeitnah eben diese 100 € auf mein Konto gutgeschrieben. Ja. So, was ist jetzt hier mein Kapitaleinsatz? Der Kapitaleinsatz wird sehr einfach ermittelt, indem wir den Kurs des Puts vom Basispreis abziehen. Und das Ganze dann mit 100 multiplizieren. Warum mit 100? Weil eben ein Kontrakt 100 Aktien in den USA entspricht. Ne? Also rechnen wir mal nach. Basispreis minus Kurs des Puts ist 1 Dollar, ne? Mal 100 bedeutet, dass wir hier 3.900 US-Dollar Kapitaleinsatz hätten, wenn die Aktie hier auf Null ginge und wir die Aktie angedient bekommen hätten. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Also Cash Secured bedeutet in dem Sinne, um diesen Optionstrade zu machen, sollten wir 3.900 US-Dollar auf unserem Konto haben. Das Erste, was aber passiert ist, wir bekommen 100 US-Dollar Prämie. Ja? So, das ist wie gesagt auch hier unser maximales Verlustrisiko. Warum? Ja, dass wir die Aktien bekommen und die dann auf Null geht. Ja, wir wollen später sehen, warum dieses Risiko nur theoretischer Natur ist. Wir wollen natürlich Aktien aussuchen, die qualitativ hochwertig sind und die natürlich auch in einem Marktumfeld kaufen, dass natürlich sowas nicht passiert.
Also das ist jetzt einfach nur der theoretische Worst Case, den wir hier natürlich beachten müssen. Und deswegen wird sozusagen diese Summe auf dem Konto hinterlegt. Jetzt kommt hier eine Frage. Sind die 100 Dollar für den Put einfach angenommen oder woher kommen die 100 als Prämie? Ja, das werden wir am Ende sehen. Ich habe einige Screenshots gesehen. Sie können natürlich in der TWS, also an der Optionsbörse, jederzeit schauen für jede Aktie, die Optionen eben verbrieft sind, für welche Laufzeit, für welchen Basispreis, wie viel zu bezahlen ist für eine Option oder eben wie viel Sie bekommen, wenn Sie eine Option verkaufen. Ja. Das gucken wir uns am Ende an. Und in dem Fall haben wir einfach als Beispiel 1 Dollar Optionsprämie genommen und mal 100, weil wir eben ein Kontrakt hier handeln. Ne? Also wenn Sie noch ein bisschen abwarten, am Ende habe ich hierzu ein paar Folien mit echten Preisen, so dass man auch wirklich sehen kann, wo kann ich solche Preise dann auch tatsächlich ablesen? Wie kann ich sowas in Realität dann auch wirklich berechnen? Okay, so. Jetzt möchte ich einen folgenden Vergleich machen. Und zwar auf der linken Seite haben wir das Performance-Profil eines Long-Puts, also jemanden, der einen Put kauft. Das haben wir vorhin gesehen. Und hier haben wir jetzt einen Cash-Secured-Put, den wir verkaufen. So, wenn Sie sich das jetzt anschauen, die drei roten Pfeile, die drei Szenarien, die negativ für den Käufer waren, drehen sich jetzt natürlich in ein positives Szenario für uns als Put-Verkäufer. Ja. Gehen wir die mal durch. Also nochmal hier, die US-Aktie notiert bei 45 Dollar. Wir haben 100 Dollar Prämie vereinnahmt und jetzt ist natürlich die Gewinnwahrscheinlichkeit viel, viel höher. Warum? Schauen wir uns erstes Szenario an. Was passiert, wenn die Aktie steigt? Wenn die Aktie steigt, dann verfällt unser Put. Das heißt, derjenige, der meinen Put, den ich leer verkauft habe, derjenige, der ihn gekauft hat, verliert seine 100 US-Dollar und die 100 US-Dollar, die ich als Prämie bekommen habe, kann ich behalten. Okay, Szenario 2. Die Aktie bewegt sich seitwärts. Ne? Das heißt, auch hier ist es so, dass der Put verfällt. Und das ist genau das, worauf wir abzielen. Wir wollen, dass unser Put einfach verfällt, dass wir unsere Prämie vereinnahmen können, behalten können. Ne? Die ist uns ja immer sicher. Das heißt, auch hier hätten wir einen Gewinn von 100 US-Dollar. Jetzt kommt Szenario 3. Solange die Aktie bei 39 Dollar oder 1 Cent notiert, heißt das, dass wir auch hier unseren vollen Gewinn haben. Ja. Und beim vierten Szenario, wenn die Aktie unter 39 Dollar fällt, also die 40 Dollar Basispreis minus 1 Dollar Prämie, die wir haben, ja, also unser Break-Even ist sozusagen hier die rote Zone, unser Break-Even ist die 39 Dollar Marke, da können zwei Dinge passieren. Entweder wir kriegen die Aktien eingebucht, oder wir gehen rechtzeitig vor Verfall raus und rollen den Put. Das schauen wir uns gleich an. Ja. Das ist also das einzige Szenario, bei dem man dann auch aktiv werden muss. Aber ansonsten sind alle anderen drei Szenarien immer auf unserer Seite. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass der Markt bullisch ist oder dass er nur seitwärts läuft oder dass er nur leicht korrigiert eben bei der Aktie und wir oberhalb eben der Gewinnschwelle, der Break-Even-Schwelle bleiben, dann verdienen wir garantiert Geld, weil wir einfach die Prämie, die wir bekommen haben, einfach verbucht haben und der Put wertlos verfällt. Ja. Kommt nochmal eine Frage hier. Es kommt auf die Laufzeit an, fragt jemand. Ja, genau, klar, es kommt auf die Laufzeit an. Ja. Das heißt, je nach Laufzeit ist natürlich so, wie generell bei Optionen und je nach Schwankungs Intensität, das sind natürlich zwei große Faktoren, die nachher die Prämie verändern. Also eine Prämie bei einer Tesla-Aktie ist ganz anders wie eine Prämie bei einer Johnson & Johnson oder einer Apple-Aktie vielleicht. Genau. Alright, jetzt gehen wir ein bisschen detaillierter ein in das Szenario 3. Also ich spule nochmal hier zurück. Szenario 3 ist, die Aktie fällt nicht unter 39 Dollar. Hier gibt es ja wieder zwei Teilszenarien. Entweder wir sind über 40 US-Dollar, dann haben wir den maximalen Gewinn. Und zwischen 39 und 40 gibt es einen Teilgewinn oder wir lassen uns eben die Aktien einbuchen. Okay, schauen wir uns hier, das hier nochmal an. Wenn die Aktie auf den Basispreis, das ist der sogenannte Strike, bis auf den Basispreis von 40 US-Dollar fällt, erhalten wir
Also erhält der Anleger weiterhin die Prämie als maximalen Gewinn. Das heißt, die Aktie ist mehr als 11% gefallen, aber wir sind noch immer nicht unterm Basispreis. Das heißt, wir haben die Prämie vereinnahmt und alles ist wunderbar. So, wenn die Aktie zum Verfallsdatum des Puts zwischen 39 und 40 Dollar notiert, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, wir kaufen den Put zurück vor dem Verfallsdatum. Ja, und haben einfach einen Teilgewinn. Also angenommen, wir haben den Put verkauft für einen Dollar und der notiert jetzt irgendwie bei, sagen wir mal, 1,20 Dollar. Da müssten wir den eben zurückkaufen und hätten einen Teilgewinn. Ja. Das heißt, wenn die Aktie bei 39,50 notieren würde, könnten wir den Put für 50 Cent zurückkaufen, hätten Gewinn von 50 Dollar und ja, dadurch vermeiden wir ja die Ausübung des Puts. Das ist dann, wenn wir eben sagen, nee, wir wollen die Aktie nicht eingebucht bekommen, wir schließen die Position. Also wir machen eine Glattstellung. Wenn wir nichts tun, was passiert dann? Dann gibt es eine automatische Ausübung der Option. Das heißt, wir hätten dann eben 100 Aktien zu einem Einstiegskurs von 40 Dollar. Das ist eben der Strike. Die bekommen wir ins Depot eingebucht. Das ist ja genau die Pflicht, die wir anfangs besprochen hatten. Unterm Strike, unterm Basispreis bedeutet, wir bekommen die Aktien ins Depot. Ja. Umgerechnet haben wir aber einen Einstiegskurs von 39. Warum? Weil wir ja 100 Dollar am Anfang als Prämie bekommen haben, die wir ja immer behalten können. Ja. Das heißt, wir haben trotzdem, auch wenn wir vielleicht in der Einschätzung nicht ganz so richtig lagen, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Aktie seitwärts läuft oder steigt, jetzt ist sie gefallen, aber wir sind immer noch besser unterwegs als der normale Aktionär, der sie bei eben 45 gekauft hätte. Wir sind 13,3% günstiger eingestiegen bei der Aktie. Ja. Das heißt, fassen wir doch mal zusammen, als Put-Verkäufer müssen wir mit unserer Einschätzung der Kursrichtung nicht richtig liegen. Bis zu einem gewissen Grad können wir falsch liegen und trotzdem gewinnen. Ja. Und die Prämie, die wir vereinnahmen, die hilft uns eben, die Kostenbasis für den Erwerb der Aktien eben zu reduzieren. Das ist einer der wichtigsten Punkte hier bei dieser Geschichte. Jetzt gehen wir in das vierte Szenario. Die Aktie fällt unter 39 Dollar. Ja, was können wir jetzt hier machen? Natürlich, klar, wenn wir zum Laufzeitende einen Kurs unter 39 haben, dann können wir die einbuchen lassen. Aber wir können auch noch Folgendes machen. Wir können die Position auch rollen. Was heißt das? Beim Rollen kaufen wir den Put zurück, den wir eben die Position, die wir jetzt gerade haben, kaufen wir zurück und gehen sofort short in einen neuen Put. Und was ist hier das Ziel? Wir wollen natürlich hier die Laufzeit verlängern und wieder eine Prämie kassieren. Also wir rollen unseren Short Trade eben in einen neuen Put. Jetzt ist es so, dass man natürlich idealerweise das Ganze so macht, dass die Prämie von dem neuen Put mindestens die Kosten für das Schließen des ersten Puts, also der ursprünglichen Position, abdeckt. Ne? Das heißt, was wir versuchen, ist eben den Basispreis zu verringern. Ne? Also zum Beispiel statt 40 US-Dollar jetzt auf 39 zu gehen und zum Beispiel wieder 45 Tage zu wählen. Ne? Das heißt, die Aktie muss jetzt nur noch auf 39 statt auf 40 Dollar sich erholen. Und schon haben wir wieder unsere Prämie sozusagen, also den maximalen Gewinn erzielt. Ne? Das kann natürlich auch mehrfach hintereinander stattfinden, so dass man sich immer günstiger sozusagen einkauft. Und das ist eben die Idee dieses Rollens. Wichtig ist jetzt, wenn wir das Ganze mal vergleichen. Also ich habe es ja vorhin mal ganz kurz angesprochen. Und auch hier nochmal kurz zu den Fragen. Hier fragen einige Leute, wie man das Ganze in der TWS macht. Da gehe ich später dann nochmal drauf ein. Genau, also schauen wir uns jetzt hier an, wie ist der Cash Secure Put gegenüber dem Aktienkauf zu sehen. Also beim Cash Secure Put haben wir die Gewinnschwelle von 39 Dollar, weil wir hatten einen Strike von 40, haben 1 Dollar pro Kontrakt eingenommen. Das heißt, erst unter 39 sind wir im Minus. Der Aktienkäufer, der bei 45 ansteigt, der ist natürlich sofort im Minus. Das heißt, wenn die Aktie seitwärts läuft, hat der Aktienkäufer nichts davon. Wir hätten 100 Dollar gewonnen und haben dadurch natürlich hochgerechnet, auf Basis der Laufzeit von 45 Tagen würde das eben 20,8% entsprechend. Ja, also wenn wir die 100 Dollar
auf 3.900 Dollar Kapitaleinsatz einrechnen und dann aufs Jahr hochrechnen, dann hätten wir über 20%. Beim Aktienkäufer ist es natürlich so, dass er theoretisch unbegrenzte Renditen hat. Also wenn jemand Glück hatte und dieses Jahr die Zoom-Aktie gekauft hat oder Tesla, dann ist er natürlich voll dabei. Das ist klar. So, was können wir verlieren? Unser Worst Case wäre, wir bekommen die Aktien angedient und die Aktie fällt auf Null. Dann wäre es rein in der Theorie möglich, dass wir 3.900 Dollar komplett verlieren, während der Aktienkäufer natürlich sein komplettes Investment von 4.500 Dollar verliert. Ne? So, das heißt, jetzt kommen die Vorteile. Was passiert, wenn die Aktie jetzt noch ein bisschen fällt? 5%. Dann ja, haben wir immer noch unsere Prämie, während der Investor schon 225 Dollar im Minus ist. Bei 10% haben wir weiterhin unsere Prämie, überhaupt nichts bei uns passiert, während der Aktieninvestor 450 im Minus ist. Wenn wir jetzt einen starken Kursrutsch kriegen von zum Beispiel 20%, dann sind wir bei minus 300, während natürlich der Aktienkäufer nochmal deutlich schlechter ist bei minus 900 Dollar. Ja, das heißt, das ist der große Unterschied. Wir haben ein Sicherheitspolster in dem Fall von 13% und dafür haben wir natürlich nach oben nur eben die Chance, unsere Prämie zu bekommen und nicht wie der Aktionär eben unendlich an dem steigenden Kurs zu partizipieren. Und das ist der große Unterschied. Jetzt ist natürlich die große Frage, die wir uns noch nicht angeschaut haben, wie oder welche Aktien machen denn jetzt Sinn bei so einer Strategie? Ja, also im Grunde genommen wollen wir ja Aktien finden, die steigen, seitwärts laufen oder vielleicht im schlimmsten Falle etwas nach unten gehen. Ja, wir wollen keine Aktien haben, die sich jetzt irgendwie halbieren oder vierteln oder sonstiges, weil wir dann natürlich auch rollen müssen oder eben Aktien angedient bekommen, die dann eventuell auch vielleicht nicht mehr steigen oder ja, dann haben wir Aktien im Depot, die im Keller sind. Das wollen wir nicht. Wir wollen mit dem Cash Secured Put sichere Einnahmen generieren. Wir wollen eine sehr hohe Trefferquote haben, indem wir eben bewusst Aktien suchen, die eine hohe Qualität aufweisen, die so gestrickt sind, die so ein Geschäftsmodell haben, dass wir davon ausgehen können, dass sie nicht so stark fallen und dass selbst wenn wir diese Aktie angedient bekommen in unserem Depot, dass wir diese Aktie dann auch gerne haben würden. Also das ist die Frage, die ich mir immer stellen würde. Würde ich diese Aktie bei Andienung in mein Depot haben wollen, ja oder nein? Wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dann kommt so eine Frage natürlich hier auch zum Einsatz oder zum engeren Kreis. Hier nochmal die Zusammenfassung. Das heißt, wir wollen qualitativ hochwertige Aktien haben, die natürlich gegenüber dem Wettbewerb ja, gut bestehen. Warren Buffett spricht ja immer von diesen Burggraben, ne, im Unternehmen. Das heißt, die so ein Geschäftsmodell haben, dass sie nur sehr schwer angegriffen werden können. Warum machen wir das Ganze? Natürlich klar, es bringt nichts, einfach wahllos eine Aktie zu nehmen und für 39 Dollar zu erwerben. Und dann ist das Geschäftsmodell so schlecht, dass die Aktie ruckzuck auf 20 Dollar, auf 10 Dollar fällt. Das wollen wir natürlich nicht haben. Also wenn man sich gute Aktien anschaut, dann haben auch die in schwierigen Marktphasen Drawdowns von 30, teilweise 35, 40%, erholen sich dann aber auch wieder ganz schnell selbst vom schlimmsten Crash. Ne? Und diese Aktien kann man ausfindig machen mit fundamentalen Kriterien und kann diese natürlich dann auch technisch zum Timing eben da nochmal herausfiltern und sein Timing verbessern. Ja? Ich würde gerne mal aufzeigen, welche Tools man dazu nutzen kann. Also ich nutze unterschiedliche Tools hierzu, für das man hier mein Screen jetzt sieht. Wir haben ja heute einen ziemlich schwachen US-Markt heute, generell auch der DAX natürlich wegen SAP deutlich unter Druck. Welche Tools nutze ich persönlich? Also um Aktien auszuwählen, es gibt verschiedene Tools hier, die man nutzen kann. Einige kostenlos, einige da braucht man ein Abo dazu. Was mir zum Beispiel persönlich gefällt, ist hier die Geschichte hier von TraderFox, das Aktienterminal. Hier gibt es beispielsweise Aktien, die nach so einer Faktoranalyse von Warren Buffett sozusagen entwickelt wurde. Das heißt, hier bekomme ich im Endeffekt
das ausgewählt, worauf Warren Buffett guckt, ne? Also bestimmte fundamentale Kriterien, die dann hier abgebildet werden, oder hier eben die High Quality Stocks, und da sieht man eben selbst jetzt auch gar nicht so sofort kennt, vielleicht hier sowas wie Market Access, ja, ist jetzt nur ein Beispiel, soll jetzt hier keine Aktienempfehlung sein, aber einfach nur, wenn man hier sieht, dass die Aktien eben sehr, sehr stabil laufen, weil sie sehr, sehr schön auch hier die Umsatzentwicklung und so weiter, das kann man hier sehr, sehr schön sehen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Tools. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel eins zeigen, das völlig kostenfrei ist. Gerade für US-Aktien kann ich das sehr gut empfehlen. Das nennt sich Coifin.com. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel rausgenommen. Was wir hier sehen, ist die Johnson & Johnson-Aktie. Seit Mitte der 90er Jahre. Wir sehen hier den Kursverlauf. Wir sehen hier den RSI auf den Wochenchart und hier unten die Drawdowns vom Hoch. Und wenn ich jetzt mal hier anschaue, 32, 33, 34%, roundabout etwa ein Drittel, das waren so die größten Kursverluste, die die Aktie jetzt hier hatte. Also hier im 2000er Crash, dann hier einmal 2002, dann hier 2009 während der Finanzkrise, und jetzt hier während Corona hatten wir ein Minus von 20%. Das sind Aktien, die eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eben langfristig weiter nach oben laufen. Warum? Das ist natürlich ein gutes Geschäftsmodell, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Mein Sohn ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Wenn ich sehe, was man hier für Windeln ausgibt und für andere Sachen, das ist quasi ein konjunktursicheres Geschäftsmodell zum Beispiel. Auch natürlich die Marke, die jetzt hier bei Johnson & Johnson eine große Rolle spielt. Einfach nur mal als Beispiel, wie sowas aussehen kann. Was mir hier bei Coifin gut gefällt, ich kann mir hier auch die Gewinnschätzung anschauen, zum Aktienkurs, natürlich genauso wie die Umsätze und. Oder eben auch natürlich das Ganze technisch betrachten und hier meine eigenen Templates zusammenstellen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, auch für eine Aktie, die man mal vielleicht nicht kennt. Hier kriegt man sehr, sehr schnell auch die Bewertungskennzahlen, zum Beispiel hier das Vorwärts-KGV von 16,6, Marktkapitalisierung, Buchwert und. Also für alle, die sich ein bisschen auch fundamental mit Aktien beschäftigen wollen, kann ich das Ganze sehr, sehr empfehlen. Eine andere Seite, die ich auch sehr interessant finde, ist hier der Aktienfinder. Hier habe ich mal ein Beispiel genommen mit einer anderen Aktie, das ist hier zum Beispiel 3M. Wir sehen hier den Aktienkurs, ne, von knapp 260 Dollar auf 133 Dollar zurückgefallen, schon aktuell bei 165. Das heißt, wir sind schon deutlich vom Hochpunkt abgekommen, und wir sehen hier verschiedene Bewertungsmodelle, also sogenannte Fair Value Modelle. Das heißt, man kann hier schon Aktien aussuchen und analysieren, wo man sagen kann, okay, diese Aktie ist jetzt nicht hoffnungslos überteuert, sondern im Gegenteil ist eher unter Wert aktuell gehandelt am Markt, weil jetzt eben Technologiewerte spannender sind als jetzt eine 3M. Und vielleicht auch Thema Handelsstreit und so weiter belastet. Und das sind Aktien, bei denen ich sagen kann, okay, einmal aus der historischen Perspektive, einfach technisch gesehen, aber auch fundamental, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt eine Aktie, die ist so breit diversifiziert, die hat so viele, die hat so eine starke Marke, viele Patente und auch Kostenvorteile gegenüber anderen Unternehmen, dass selbst wenn ich die Aktie angedient bekomme, dass ich mich dann nicht schlecht fühlen würde, wenn die in meinem Depot wäre. Also das ist die eine Geschichte. Und die andere ist dann natürlich auch, dass man sich die Aktien natürlich auch anschauen sollte. Ich schaue jetzt hier nochmal auf meinen anderen Schirm, einen Augenblick, dass man natürlich dann auch die Aktien ganz genau analysieren sollte, technischer Art. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel eine Aktie anschaue, dann gucke ich hier die Gewinnentwicklung, der Kursverlauf und auf der rechten Seite den Monatschart, und ich sehe, dass jedes Mal Rücksätze auf die alten Hochs erfolgen. Das sind natürlich dann auch schöne Bereiche, die es dann interessant machen, Aktien nach einem Pullback dann auch einzusammeln und dann eben Puts zu verkaufen. Das macht dann auf jeden Fall Spaß, weil ich dadurch natürlich durch das Timing nochmal meine Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen kann. Ja. Okay. Ja, jetzt möchte ich nochmal drauf eingehen, und zwar konkret auf Trades, die
genau in diesem Sinne gemacht wurden zwischen Juni und September 2020 im Renditebrief. Das ist eben der Börsendienst, der genau diese Strategie hier fährt. Und das ist jetzt der aktuellste Stand. Also seit Juni wurden insgesamt 17 Trades sozusagen angekündigt und durchgeführt. Und Sie sehen jetzt hier in der Tabelle alle 17 Trades aufgeschlüsselt. Sie sehen jeweils, wie viele Kontrakte gehandelt wurden. In der Regel sind es ein, teilweise zwei Kontrakte. Und Sie sehen jeweils das Öffnungs- und das Schließungsdatum. Das heißt, das sind in der Regel 4, 6, 8 Wochen, je nachdem, wie die Laufzeit dann eben ist. Und eine wichtige Spalte ist natürlich hier das Kapital. Das heißt, welchen Kapitalwert müsste ich denn eben für diesen Trade vorhalten auf meinem Konto? Wir arbeiten ja mit Cash Secured Puts. Das heißt, wenn wir einen Put verkaufen, dann muss das Kapital eben auf dem Konto liegen. Und bei Gewinn, da sehen Sie eben die Prämien, die eingenommen wurden. Das sind die Prämien, die hier sozusagen eingenommen wurden und die wir eben behalten dürfen als Optionsverkäufer, als Putverkäufer. Und die Rendite pro Jahr sehen Sie eben, das ist die hochgerechnete Rendite aufs Jahr, weil wir natürlich, klar, wenn wir nur 23 Tage zum Beispiel in 23 Tagen $156 gemacht haben im ersten Trade, dann entspricht das eben annualisiert 42,5%. Nur so ist es dann natürlich auch vergleichbar, ne? Weil eine längere Laufzeit, gleiche Rendite würde bedeuten, dass hier die Rendite kleiner ist. Wenn Sie sich das jetzt hier mal anschauen, dann sehen Sie, dass alle 17 Positionen, alle 17 Trades mit einem Plus abgeschlossen wurden. Auf der rechten Seite sehen Sie die kumulierte Gewinnentwicklung nach 17 Trades. Das sind jetzt knapp 2.400 US-Dollar. Das heißt, wir haben hier eine durchschnittliche Laufzeit von 29 Tagen und wir profitieren natürlich vom Zeitwertverfall. Ne? Das heißt, was wir wollen als Verkäufer von Puts, wir wollen, dass die Option verfällt und dass wir eben diese Prämie behalten. Und die hohe Trefferquote kommt eben daher, das haben wir uns am Anfang angeschaut, dass natürlich die Aktien nicht sehr stark fallen oder wenn es dazu kommt, dass wir dann durchs Rollen immer noch die Möglichkeit haben, im zweiten oder im dritten Anlauf auch nochmal mit einem Plus rauszukommen. Also es ist eine andere Art von Investing, deswegen zählt diese Strategie zu den Einnahmestrategien und ermöglicht dann eben auch einen systematischen Kapitalzuwachs. Ne? Also es gibt wenige Strategien, wo man eben mit so einer hohen Trefferquote sehr sicher sozusagen auch Prämien vereinnahmen kann. Ne? Das nur mal zur Historie vom Renditebrief hier. Ich schaue jetzt gerade noch mal auf die Fragen, ob es hier etwas Interessantes gibt. Hier schreibt natürlich jemand einen guten Punkt. Klar, wenn ich jetzt hier 100 Amazon handeln will, da brauche ich natürlich viel Cash. Das stimmt natürlich. Also eine Amazon mit einem Optionskontrakt zu handeln, das ist natürlich eine der, ja, sage ich mal, optisch teuersten Aktien, ne, vom Kurswert her. Hat kein Split durchgeführt, der Jeff Bezos bisher. Deswegen wird natürlich sicherlich eine Amazon hier nicht gehandelt werden, weil das wäre einfach vom Kurswert her hätten wir hier roundabout irgendwie 300.000. Das ist natürlich zu hoch. Ne? Ein Punkt, den ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, wenn ich hier nochmal zurückgehen kann, einen Augenblick, ist natürlich, dass hier mehrere Positionen gleichzeitig gehandelt werden im Renditebrief. In der Regel 5 bis 6 Positionen, die offen sind. In dem Musterportfolio wird sozusagen ein Kapital von 50.000 Euro verwendet. Das Ganze lässt sich aber auch schon ab 10.000 Euro mithandeln sozusagen. Auch ganz wichtig sind alles US-Aktien. Warum nehmen wir US-Aktien? Weil natürlich der Optionsmarkt deutlich liquider ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Handelbarkeit. Und deswegen sind die allermeisten Optionshändler, die aktiv sind, handeln am US-Markt. Also auch hier die Aktien, die hier alle drin sind, man sieht es an den Tickern, sind alles US-Aktien. Und das ist quasi auch Standard hier im Renditebrief. Wir schauen uns hier mal einen Trade an auf die gute alte AT&T. Also das Pendant zur Deutschen Telekom in den USA, ein sehr defensiver Wert, der auch
ja, schöne Dividenden zahlt. Was wir hier sehen, ist ein Chartverlauf von Herbst 2019 bis etwa August, genau, bis August des laufenden Jahres. Und was wir hier sehen, ist einmal der Einstieg. Das war zum Beispiel ein klassischer Trade hier. Am 1. Juni eingestiegen. Basispreis 29 Dollar. Man sieht die Laufzeit 10. Juli. Und die Aktie stand da bei 30,93 Dollar. Und wenig später mit einer Rendite, annualisierten Rendite von 20% ausgestiegen hier aus der Put-Position. Während die Aktie 2,6% verloren hat, haben wir eine schöne Prämie hier vereinnahmt. Ja, das heißt 2,2% in 39 Tagen, obwohl die Aktie eben gefallen ist. Automatischer Verfall bedeutet klar, die Aktie ist nicht unter unseren Strike gefallen und dementsprechend ist sie wertlos verfallen. Der Käufer der Put-Option hat jetzt seine Prämie verloren. Wir haben die Prämie vereinnahmt. Ja. So, jetzt haben wir hier noch ein zweites Beispiel, The Kroger, also hier im Retail-Bereich. Handelskette, 29. Juni gekauft mit einem Basispreis von 32 Dollar. Laufzeit 21. August, ne, also roundabout 2 Monate. Und hier sieht man auch, die Aktie ist schön gestiegen. Klar, hat die Aktionäre gefreut, aber uns ebenfalls. Warum? Weil das natürlich dazu führt, dass auch hier der Put automatisch verfallen ist. Und das heißt, am 21. August gab es eben hier den Verfall. Und wir konnten die Prämie von 176 Dollar hier einstreichen, 2,8% in 53 Tagen und dementsprechend eine Rendite PA von 19%. Ja. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Fragen, bevor wir auf die große Frage eingehen, was tun wir denn im Falle eines Crashs? So, jetzt schaue ich hier nochmal gerade mal rein. Hier wird zum Beispiel gefragt, ob man nicht kürzere Laufzeiten nehmen sollte, beziehungsweise maximal 1 Monat. Das ist natürlich immer davon abhängig. Es gibt auch Weekly Options. Das kann durchaus Sinn machen. In der Regel ist es so, dass man natürlich einen Trade-off hat zwischen der Höhe der Prämie und der Laufzeit. Wenn ich eine zu lange Laufzeit nehme, macht es wenig Sinn, zu kurz auch wieder nicht. Deswegen sind in der Regel die Laufzeiten, die jetzt hier beim Renditebrief verwendet werden, haben in der Regel so Laufzeiten von etwa 29 bis 30 Tagen. Ja. Das heißt, das ist eine Abwägung, wie viel Prämie wollen wir haben und wie lange soll die Option laufen. Ja. Weder zu kurz noch zu lang. Jetzt kommt hier die Frage, was passiert beim Schließen einer Option? Ja, wenn ich eine Option schließe, ich bin ja short, das heißt, wenn ich die Option schließe, bedeutet es ja, ich muss sie zurückkaufen. Ne? Und dann ist die Frage, kaufe ich sie zurück zu welchem Kurs? Natürlich in der Regel zu einem höheren Kurs, ne, und würde dann zum Beispiel eine neue Put-Option aufmachen. Das wäre dann so das sogenannte Rollen. Das heißt, rein technisch gesehen ist eben das Schließen der Position, also eine Glattstellung, ist einfach ein Kauf. Also ich bin short, sozusagen minus 1, kaufe, bin dann wieder flat auf 0. Das heißt, ich bin raus aus dem Deal, aus der Verpflichtung und habe nichts mehr mit dieser Option zu tun. Jetzt kommt hier nochmal eine Frage. Was veranlasst einen Put-Käufer zu kaufen, wenn die Chancen bei einem Put-Verkauf größer sind? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist einfach so, das hängt ein bisschen mit der Komplexität zusammen. Hängt auch damit zusammen, dass ich natürlich für den Kauf eines Puts nur die Prämie bezahle. Also das kann ich mit einem sehr, sehr kleinen Konto machen. Wenn ich Optionen verkaufe, Cash Secured, brauche ich natürlich dafür ein bisschen mehr Kapital. Das sind alles so Dinge, warum die allermeisten eher auf der Long-Seite sind, ne? Weil sie sich einfach sagen, okay, auf der Long-Seite weiß ich, ich kann maximal meine Prämie verlieren. Ich kann sozusagen nichts mehr anrichten mit meinem Konto, während ich zum Beispiel mit einem Short Call natürlich auch ja, verpflichtet werden kann und dann auch hier bei einer stark steigenden Aktie eben auch das Problem habe, dass ich sehr, sehr viel Geld verlieren könnte. Ich nehme an, dass das der Punkt sind, warum die meisten Leute eher auf der Long-Seite sind.
So. Okay, dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Fragen abgearbeitet. Ja, was tun wir in einem Crash? Also, wir haben ja dieses Jahr alle erlebt, was passiert, wenn der Markt Panik bekommt. Und das war während der Corona-Krise natürlich ein extremes Beispiel. Selten, dass es so schnell geht und so tief nach unten. Beim Renditbrief ist es so, dass es einen Warnindikator gibt, der sich zusammensetzt aus verschiedenen Teilindikatoren, Sentiment, Put-Call-Ratios. Wir haben die Volatilitätsindex, wir haben RSI-Indikatoren. Das sind alles Dinge, die zusammenkommen und dann hier auch rechtzeitig Warnsignale geben. Die letzten zwei gab es hier Mitte 18 und dann im Februar, Ende Februar 2020. Danach ging es ja dann nochmal massiv runter am Markt. Das heißt, wenn das passiert, wenn so ein Warnsignal eben entsteht, dann ist es so, dass wir Positionsschließungen auch vorzeitig in Betracht ziehen. Ne? In der Regel ist es so, dass wir eben während der Laufzeit, nachdem wir einen Put leer verkauft haben, eben nichts tun. Ne? Wir sind Stillhalter, wir bleiben einfach still und warten ab und lassen die Zeit für uns arbeiten. Hier ist es so, dass wir dann in dem Fall natürlich auch nicht warten würden. Und wenn wir einen Crash erwarten, dass wir dann auch vorzeitig Position schließen. Zweiter Punkt ist natürlich, dass wir dann auch mitten in einem Crash auch keine neuen Trades erstmal eingehen. Ne? Das heißt, erstmal abwarten, bis die Vola sich beruhigt und bis der Markt sich wieder einpendelt. Das ist viel wichtiger, als jetzt hier mitten ins Ungewisse zu gehen. Das ist wie beim normalen Aktien-Futures-Trading auch so. Risikomanagement ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und was man hier sieht, eben über die letzten 3 Jahre, gibt immer wieder Phasen, wo der Markt deutlich nach unten geht. Auch jetzt könnte wieder so eine Phase anstehen. Wir wissen es nicht. Was wichtig ist, dass man systematischen Indikator hat und dass man systematisch immer nach der kleinen Vorgehensweise einfach quantitativ klar definieren kann, okay, jetzt wird es ungemütlich. Und deswegen gehen wir keine neuen Positionen ein und machen auch vorzeitige Schließungen. Jetzt fragt jemand, wo finde ich den Indikator? Das ist natürlich ein interner Indikator, den Erik Ludwig, also das ist der Analyst und Trader hinter dem Renditebrief, entwickelt hat. Und der dient einfach dazu, natürlich solche Crashphasen eben hier rechtzeitig zu signalisieren und dann auch eben die Gewinne, die man hat, natürlich noch ins Trockene zu bringen und auch keine weiteren Trades einzugehen. Ja, zum Schluss, wir haben ja noch einige Minuten gut getimt, würde ich gerne aufzeigen, weil die Frage doch recht häufig kam, wie macht man das jetzt in der Trader Workstation der TWS? Wie könnte ich jetzt überhaupt einen Put hier verkaufen? Und ich nehme mal hier mal das Malwerkzeug. Ich glaube, hier gibt es irgendwo so ein Malwerkzeug. Wo war das nochmal hier? Muss ich nochmal schauen. So, kann ich das hier irgendwie machen? Einen Augenblick. Okay, kriege ich gerade nicht hin. Kein Problem. Okay, wenn Sie jetzt hier auf den Pfeil links im Bild etwa in der Mitte schauen, wo das große T drin ist, das ist der Aktienticker von AT&T. Das heißt, wenn Sie den Ticker hier eingeben, erscheint natürlich in der Trader Workstation hier diese Maske, wo Sie dann eben sehen, okay, ist das eine Aktie, suche ich ein Future, eine Option, Optionsschein und so weiter. Da müssen Sie natürlich Optionen auswählen, also hier einfach auf Optionen klicken. Ja. Das ist der erste Schritt. Und jetzt kommen wir zu der Maske, nach der einige Teilnehmer hier auch gefragt haben am Anfang, ja, wie kommen wir jetzt auf 1 Dollar Prämie oder 50 Cent Prämie? Woher weiß ich überhaupt, wie viel Prämie ich bekommen würde? Das ist jetzt sozusagen der Handelsplatz hier. Und was wir als erstes schauen müssen, ist natürlich, welche Laufzeit wir suchen. Ne? Das heißt, oben links sehen Sie, habe ich eingekreist, 15. Mai 2020. Das heißt, es wird auch angezeigt, das Ganze läuft noch 25 Tage. Es gibt auch eine Juni-Option mit 60 Tage Laufzeit oder Juli 88 Tage und so weiter. Das heißt, die wählen wir aus. Und dann in der Mitte sehen Sie eben den Basispreis. Ich habe hier eingekringelt 28 US-Dollar.
Und dann sehen Sie nämlich auch auf der Rechtsseite, dort sind die Puts, links sind die Calls, rechts sind die Puts. Da sehen Sie dann auch den Geld- und Briefkurs. Das heißt, hier, wenn Sie hier eben draufklicken, dann halten Sie hier die Laufzeit und den Basispreis eben gewählt. Und dann sehen Sie auch, okay, welche Prämie dann würde ich denn jetzt hier erwarten. Also wir sehen auch hier schön, das ist ein schönes Beispiel. Wenn wir zum Beispiel statt 28 einen Basispreis von 30 wählen würden, ja, dann wäre die Prämie nicht bei 53,59 Cent, sondern eben bei über einem Dollar. Ja. Das heißt, je höher eben hier mein Basispreis oder auch je länger die Laufzeit, desto ja, verschiedener sind dann natürlich auch die Prämien, die wir vereinnahmen können. Darum müssen Sie sich nicht kümmern im Renditebrief. Das macht der ja, Chefanalyst und Cheftrader vom Renditebrief, der die Strategie auch schon viele Jahre privat handelt und ja, in dem Bereich natürlich sehr, sehr fit ist und viel Erfahrung hat. Und das macht eben auch die Strategie aus, dass man natürlich den richtigen Zeitpunkt findet, aber auch ein, ja, eine gewisse Erfahrung hat, welche Laufzeit, welche Prämie man nimmt. Ja. Genau, dann geht es weiter. Wenn Sie die Order jetzt machen würden, dann müssen Sie natürlich oben auf Order klicken. Dann sehen Sie auch nochmal den Put, die Laufzeit, Basispreis 28, Put. Und dann bei der Nummer 2 sehen Sie eben Verkauf. Wir wollen ja die Puts leer verkaufen. Dann die Menge, das wäre jetzt ein Kontrakt. Beim Order-Typ natürlich ein Limit von 47 Cent. Das heißt auch hier, wir wollen ja nicht einfach Market kaufen. Teilweise können die Spreads auch hier größer sein. Wir wollen hier ein Limit eingeben und geben dann auch, sehen Sie bei der Nummer 6, die Gültigkeitsdauer ein. Good till cancelled. Ne? Und ja, das Ganze könnte ich dann, wenn ich möchte, eben dann übermitteln. Also unten sehen Sie bei der 7 den Button übermitteln. Und das wäre dann die Platzierung dieser Order. Ne? Das würde heißen, ich verkaufe diesen Put eben leer und wäre dann in meinem Cash Secured Put drin, sobald die Order eben hier ausgeführt wird. So, jetzt schauen wir nochmal hier, ob es Fragen gibt. So, ich gehe nochmal alle Fragen durch, ob wir irgendwas vergessen haben und dann würde ich gerne die Zusammenfassung machen. Also wenn Sie noch Fragen haben, sehr gerne jetzt einfach einstellen. So, schau noch mal durch. So, hier fragt jemand, ich möchte diese Strategie auch mit weniger wie 10.000 handeln, zum Beispiel 2.000. Ja, das wäre dann natürlich das Thema, dass Sie dann auch nur Aktien mit, sage ich mal, mit einem geringeren Kurswert handeln könnten, weil bei dieser Cash-Secured-Strategie ist es natürlich notwendig, dass Sie das Kapital vorhalten auf Ihrem Konto. Ne? Da die meisten 100, also der Standard-Optionsvertrag 100 Aktien beinhaltet, ist es so, dass die Aktie dann auch nicht höher notieren kann als eben, also der Basispreis als 20 Dollar. Das heißt, dadurch wird es natürlich auch schon eng mit vielen Trades, die man dann nicht mehr durchziehen könnte. Was auch wichtig ist, dass natürlich hier im Renditebrief einige Positionen gleichzeitig gefahren werden oder es auch passieren kann, dass sie rollen müssen. Das heißt, dazu ist ungefähr die Kapitalhöhe von etwa 10.000 Euro als Startkapital schon sinnvoll. Okay. Welche Kriterien gelten für die Wahl der Laufzeit in Abstand zu aktuellen Kurs? Ja, das sind eben sehr, sehr unterschiedliche Kriterien. Welche Aktie ist das? Wie sieht das charttechnisch aus? Wo liegen Unterstützung und so weiter. Das sind alles Dinge, die hier mit reinfließen. Und das ergibt dann eben die Entscheidung. Also wichtig ist auch natürlich, welche Möglichkeiten gibt es aktuell und wie ist der Gesamtmarkt? Also das sind alles Entscheidungen, die auch gewisserweise diskretionär sind und vom Chefanalysten von Erik Ludwig dann auch ja, bestimmt werden.
Okay. Hier kommt vielleicht noch eine Frage, die dürfte auch nochmal viele interessieren. Wie bekommt man die Handelsempfehlung? Das sind also das Ganze einfach. Man bekommt jeden Montag den Renditebrief. Das heißt, hier wird in der Regel jede Woche ein Trade vorgestellt. Und wenn es innerhalb der Woche Dinge gibt, wie zum Beispiel eine vorzeitige Positionsschließung oder wenn gerollt werden muss und so weiter und so fort, bekommen Sie dann natürlich auch ein Update. Das Ganze so, dass es auch nicht zeitkritisch ist, dass Sie es jederzeit auch umsetzen können. Also Sie müssen jetzt nicht jede Minute vor dem Rechner sitzen. Dafür sind ja auch die Limits da. Von daher ist das Ganze auch sehr, sehr einfach abzubilden. Okay, fassen wir zusammen. Ich möchte niemand hier den Abend rauben, deswegen fasse ich nochmal hier schnell zusammen. Also, was wollen wir tun mit Cash Secured Puts? Wir wollen Geld verdienen in Form von Prämien. Ja. Falls wir die Aktie erwerben, dann bekommen wir sie zu einem rabattierten Kurs. Das heißt, wir werden fürs Warten bezahlt, das wollen wir eben, und profitieren vom Verfall des Zeitwerts bei den Optionen. Ja. Wenn die Aktie deutlich bergab geht, dann sind wir trotzdem noch besser unterwegs als der Aktienkäufer, der klassische Aktienkäufer. Und wir haben die Möglichkeit, auch nochmal durchs Rollen in den allermeisten Fällen trotzdem diese Position auch nochmal im Gewinn zu beenden. Sie haben es gesehen, von den letzten 17 Trades wurden alle im Plus geschlossen. Ja. Das heißt, in drei von vier möglichen Szenarien gewinnen wir Geld. Das heißt, wenn die Aktie steigt, wenn sie seitwärts läuft oder eben wenn sie bis auf die Gewinnschwelle fällt, also nicht darunter. Das Rollen haben wir uns schon angeschaut. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch ein großes Dankeschön zu sagen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so zahlreich dabei waren. Wer sich interessiert, das Ganze einfach mal 30 Tage zu testen, kann sich hier anmelden bei derrenditebrief.de und ja, einfach mal austesten, ausprobieren. Und ja, wenn es noch Fragen gibt, gerne nochmal stellen. Ich bin auf jeden Fall noch mal ein paar Minuten da, um Fragen zu beantworten. Ansonsten wünsche ich Ihnen ja einen schönen Abend und viel Erfolg beim Trading. Egal ob mit Optionen, Aktien oder Futures. Hauptsache die Rendite stimmt und bleiben Sie vor allem gesund. Ne? Vielen Ja, Dank. super. Daniel, David. David, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch, jawohl. Super, perfekt. Ich wollte mich natürlich bei dir auch nochmal bedanken, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute den Cash Secured Put mal ein bisschen näher zu bringen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal wieder was für uns hast und mal ein Webinar mit uns anstreben würdest. Ja? Ja, sehr gerne, mache ich. Super. Ansonsten, ja, Ihnen allen schönen Abend und David, bis bald, ja? Alles klar, danke, Mach's tschüss, gut, tschüss. ciao.